Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pikmin 4. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pikmin 4. Ja, beim letzten Mal sind wir hier in die letzte Höhle reingesprungen. Ich nenne es einfach mal die letzte Höhle. Und haben 10 von 20 Ebenen abgeschlossen. Also mit Abstand die tiefste Höhle, aber dafür nicht bedingt die längste Höhle. Weil jede von diesen Ebenen war relativ schnell fertig. Und wir wollen jetzt hier heute weitermachen. Habe erstmal aus Versehen Pikmin geworfen. Und dafür müssen wir diese Schleimviecher jetzt ausnocken. Ich weiß nicht, wozu ich jetzt hier bedingt die blauen benötige, aber ich habe sowieso ein paar grüne, die da rein können. Also passt ja schon. So, mitkommen. Dann machen wir mal den ersten fertig. Angriff. Das war Nummer 1. Wie hat er den denn jetzt weggefressen? Der hat irgendwas ausgespuckt. Und tschüss. So, die sind alle RIP. Was können wir hier Schönes rausziehen? Eine Billardkugel. Ich glaube, die haben wir noch gar nicht. Also die Farbe. Oh, jetzt heißt es aber wieder Abtransport erstmal, ne? Ja, die Billardkugel hatten wir noch nicht. Und den Klebstoff, den der eine ausgespuckt hat, auch nicht. Das gehörte zum gefühlvollen Künstler. Na gut, aber jetzt haben wir ja hier unten alles, ne? Dann können wir weiterziehen. So, Ebene 12. Was darf man hier erwarten? Offenbar nichts Schlimmes. Ich traue dem Braten nicht. Da kommt doch irgendwas Böses gleich aus der Erde. Wozu kriege ich hier sonst Lieder, ne? Irgendwann treffe ich dich. Ich kriege hier echt viel Motiviersaft. Wie heftige Probleme man haben kann, so einen scheiß Schmetterling zu treffen, ne? Ich trau dem Braten nicht, dass das hier eine komplett friedliche Ebene sein soll. Geheimnisse der Antike. Das ist tatsächlich eine komplett friedliche Ebene. Okay, wir sehen uns in der nächsten Ebene wieder, ne? Ebene 13. Sehe ich schon wieder Gift. Und das Ding da, das spielt mit meinem Radar. Nur verrückt. Ja, ich muss erstmal das Gift entfernen. So, Glibber und alles andere ist jetzt weg. Ich habe tolle Idee. Erstmal mich boosten. Machen wir kurz Schlecken. Ja, feini. Guten Appetit.
Okay, viel ist nicht mehr übrig von ihm. Wir haben ja gerade eben sau viel von dem Saft bekommen. Kann ich ihn mit den Karotten vielleicht ablenken? Angriff! Der schrieb! Weg damit! Na gut, Abtransport. Ein weiteres Stück des Hundepuzzles. Damit haben wir das auch komplett. Das wird so arg wie zum Lesen. Ach. Die normale Kusterbietzenlarve in groß. Oh. Dreifach. Okay, wir machen erst die Kleinen kaputt. Hatte das Ding gerade Auto-Aim? Könnt ruhig den Boost haben. So, das war der Große. Ja, komm hier raus. So vernichtet man. Der Weg ist offen. Jetzt wieder Abtransport. Es tut mir leid, dass die Ebenen alle so kurz sind, aber ich bringe die halt auch echt schnell um. Oh, hallo Louis. Auf Ebene 15 trifft dich auch schon wieder. Ah, ihr seid echt lästig. Hören Sie ihm auf. Bald müssen wir auf der tiefsten Ebene dieser Höhle angelangt sein. Da hinten ist mein Albtraum. Und dann auch noch im Wasser. Zumindest die Fontäne hier kann ich ja ausmachen, aber ich muss gerade überlegen, wo genau ich denn überhaupt bekämpfe. Ich denke mir, die besten Optionen haben wir von hier oben. Ah, okay, so tief ist es gar nicht an der Stelle. Oh, verdammt viele Pokerchips hatte der. Na gut, ist aber auch das Einzige, was der hatte. Ui. Okay, ich sehe schon, ich darf Töpfe rausziehen. Och, nee. Der. Na gut, diesmal habe ich ja einige Lilane, ne? Komm ruhig her, Fiesling. Oh, er ist nicht alleine. Wird er gerade von seinen Kumpel überrollt? Hey, komm zurück! Da gibt's keinen Komm für dich. So, einer RIP. Am besten ich mache hier gar nichts auf, dann kann der andere auch wenig entkommen. Läuft er dann irgendwann in eine Sackgasse.
Und RIP. Oh, der hat einen Joy-Con ausgespuckt. Ja gut, habe ich irgendwas davon, die Dinge rauszuziehen? Wahrscheinlich nicht. Nee, das wäre nur Abkürzung gewesen, aber die hätten nicht mir, sondern dem Gegner geholfen. Naja, Joy-Con abgeliefert. Auf zur nächsten Ebene. Schöne Erinnerungen haben wir damit auch abgeschlossen. Ebene 17. Och nö. Und ich habe keine Fels-Pikmin dabei. Aber aus welcher Richtung überhaupt? Ach, da vorne geht ein Weg. Ja gut, ne? Da kommt mir nur eine Idee. Einmal die. Angriff. Und schon sind fast alle tot. Ich hasse diese Königin. Ich habe alle Pikmins gerade in einem Rutsch verloren. Die mag ich absolut nicht. Deswegen habe ich auch gerade alle Eisbomben reingeworfen. Okay, ich habe jetzt gerade einen anderen Plan. Ich versuche das Ding mit Bomben hinzurichten. Reichen die Bomben? Nee, aber sie ist so doof, es zu rallen. Es ist zumindest schon mal vorgeschwächt. Wenn ich jetzt mit den Eisbomben noch hinterher werfe, dann kann ich es hinrichten. Gegen die will ich echt nicht normal kämpfen. Vor allen Dingen nicht auf so einem extrem engen Raum. Das ist ja richtig sadistisch. Drei hatten mal nicht gereicht. Richtet es hin, bevor es was macht. Also gegen die normal zu kämpfen, da könnt ihr lange warten, wenn ich das mache. Da würde ich ja nur meine Pigments hinrichten. Auf so eine Menge Raum, hallo? Was soll denn der Dreck? Das ist wirklich einfach nur sadistisch. Ey, beim Ernst, ne? Fürs Knollenauge auf so einen engen Raum zu bekommen, ne? Das ist ja einfach nur gemein. Wurden erwischt. Verdammt, wir haben 4 Pikmins verloren. Ich glaube, es wäre eine gute Idee, ihnen so ein paar Karotten zu verfüttern. So, schnell den Saft neu hinterher. Mach den weg. Oh geil, was ist denn das für eine geile Brille? Gott schön gönn. Wir sollten vielleicht nur die Wasserpigments machen. Beziehungsweise die durchs Wasser auch durch können. Sind auf Ebene 19. Wir haben 90%. Wir sind hier fast fertig.
Scheint wieder so eine friedvolle Ebene zu sein. Wo ich mich nochmal hochboosten darf vorm Ende. Na, guck mal, ich krieg sogar nochmal jede Blüte hier zur Verfügung. Für den Fall, dass ich mehrere unterschiedliche Arten brauche, gönne ich mir jetzt hier aus den verschiedenen Zwiebeln hier noch. Wer weiß, vielleicht brauche ich ja alle Arten. Okay, alles hier aufgesammelt. Es war nichts Besonderes drunter. Also nicht, dass wir nicht schon hatten. Nochmal volle Blüte gegönnt. Jetzt erwartet uns ein Bosskampf. Definitiv. Bin schon gespannt, wie der letzte Boss aussieht. Da ist der Hund. Nennen wir es mal Hund. Und Louis. Es gibt nur noch einen Gestrandeten und einen Schatz. Let's go. Es gibt keinen Ort mehr, an dem du dich noch verstecken könntest, Louis. Bitte gib jetzt einfach auf. Wo ist der Hund? Jetzt rückt schon heraus mit der Sprache. Ohne diesen Hund können wir unseren Otschi nicht heilen. Ah. Bezieht euch! Süßer Hund. Was für eine endkrasse Musik direkt. Einfach direkt auf Heavy Metal umgesprungen. Der hat eine Arschbombe auf allen Pigments gemacht. Okay, was lernen wir daraus? Nicht stehen bleiben. Und vor allen Dingen nicht die Pigments abwerfen. Wir haben einen neuen Logbucheintrag. Das war zur Kaverne des Königs. Ich dachte zu ihm jetzt. Muss ich ihn dagegen sprinten lassen? Oder will ich dagegen sprinten? Ich will ihn dagegen sprinten lassen. Auf den Schweif! Aus Bäuchlein! Ich habe eine tolle Idee. Vielleicht funktioniert sie ja. So, Angriff! Noch geht's ihm gut! Der Boss kann Patz auf jeden Fall, ne? Ich finde den Boss cool. Ja, du machst wahrscheinlich nochmal so eine Arschbombe, ne? Ich muss ja eigentlich nur gucken, dass du gegen so einen Stein rennst. So. Das war's. Oder hast du noch eine zweite Phase? Er hat eine zweite Phase. Ich war schon auf eine Sequenz gefasst. Aber ich muss ihn ja einfach nur wieder am Schwanz ziehen, ne? Ich kann ruhig den Motiviersaft reinböllern, als gäbe es kein Morgen.
Ich meine, ich habe 80 davon. Ich muss nur auf den Moment abpassen, wo er den Schweif senkt. Und das ist halt während der pustet. Schon mal neue Mutti-Saft hinterher pullern. Ich frag mich, wie viele Phasen der hat. Auf jeden Fall ist er recht einfach. Er ist cool, aber einfach. Uff, jetzt ist er elektrisch. Okay, wahrscheinlich jedes Element irgendwie. Kann ich die Dinger kaputt machen? Ja. Ich muss diese scheiß Kugeln vernichten. Die stören ein bisschen zu sehr. Ich muss warten, bis er den Schweif halt senkt, ne? Gehe wirklich davon aus, dass er mit jedem Element einmal kämpfen wird. Auch wenn ich mir einen fliegenden Hund sehr schwer vorstellen kann. So, jetzt macht er wahrscheinlich wieder ein paar Kugeln hin. Aua. Es ist einer gestorben. So, einmal kurz. Okay. Kann ich die auch über den Haufen rennen? Ach, ich kann die auch über den Haufen rennen. Ja, das ist ja natürlich einfacher, als die Pikmin zu werfen. Naja, da komme ich nicht dran mehr rechtzeitig. Ist auf jeden Fall cool, dass der letzte Boss mit allen Elementen kämpft. Also war es schlau, alle Elemente einmal mitzunehmen. Boosten. So, als nächstes wahrscheinlich Feuer. Ja, bei Wasser und so weiter ergibt nämlich kaum Sinn. Fels könnte ich mir noch vorstellen, aber gegen Fels habe ich richtig schlechte Karten. Er hat wieder einen erwischt.
Die Musik ist auf jeden Fall ends cool. Vergesst immer, die Grünen sind eigentlich ja auch elementfest, ne? So, einmal noch. So, die Bälle sind schon mal weg. Das Gute ist, der holt sie nicht wieder. Wenn er die ständig wiederholen, wäre es schlimm. Angriff! Erste Gift wahrscheinlich gerade geworden. Nee, er fliegt! Noch schlimmer! Was ist das für ein Hund? Ich will, dass mein Hund das auch kann. Gift und Flug. Aber er hält den Schweif gerade tief. Hoffentlich tut der Sturz ihm auch ein bisschen weh. Nicht, dass ich diesem Hund was Böses weh. Ich versuche am besten immer in seiner Nähe zu bleiben, ist tatsächlich die beste Idee. Die Phase ist die einfachste bisher. Finde ich. Das hätten mir wahrscheinlich meine Pigments aufgescheucht. Jetzt macht er wieder ein paar Giftdinger. Okay, man darf das Zeug nicht berühren. Die Pigments sterben instant. Ich sagte gerade noch, das ist die einfachste Phase. Zack, alle meine Pigments sind tot. Weil ich zu nah an ihn rangegangen bin. Okay, ich muss Abstand zu ihm halten, bis er seinen Giftnebel macht. Ich hoffe übrigens, dass ich jetzt einfach bei der Phase neu starten kann und nicht auf der kompletten Ebene. Okay, ich starte bei den Phasen neu. Das ist gut. Bombenmarsch! Okay, die Bomben machen so gut wie gar nichts. Ich habe gerade mal die Bomben an dem versucht. Die Bomben machen so gut wie gar keinen Damage. Angriff! Er wird K.O. Okay.
hab sein Halsband. Oh, zum Glück. Ich glaube, es geht ihm gut. Oh, was für ein Unruhestifter. Besser hätte es auch, ich es auch nicht sagen können. Aber wo ist der riesige Hund? Der ist weggelaufen. Oh, er muss erwischt sein. Wie sollen wir den Otschen jetzt heilen? Ah, das Halsband. Das Hund muss es verloren haben. Vielleicht finden wir darauf noch Haare. Dann könnte es doch noch gelingen, eine Medizin herzustellen. Tja, wir dürfen keine Chance ungenutzt lassen. Hol dich das Halsband und dann nichts wie aus. Und vergiss nicht, Louis geht gut festzubinden. Für eine weitere Verfolgungsjagd fehlen mir die Nerven. Mir auch. Ihr habt die Chefin gehört. Hol mir Louis hier raus. Festbinden! Der Hund war auf jeden Fall ein krasser Boss. Hokotate, Franks Angestellter Louis. Heimplanet Hokotate. Ein schweigsamer neuer Pilot und der geborene Unruhestifter. Hat einen gewaltigen und risikofreudigen Appetit. Ja, der sorgt in jedem Pigment für Probleme. Man weiß nie, wozu er in der Lage ist. Wir müssen ihn wohl wirklich festbinden, um sicher zu gehen. Gut, wir haben das Halsband und Louis. Zeit, die Höhle zu verlassen und nach Hause zu kommen. Ja! Auf den Halsband des riesigen Hundes haben wir Haare gefunden. Genug, um Oschen zu heilen. Vielleicht kommt mir sogar die Idee für eine völlig neue Medizin. Das hier. Die Leuchtpigmen müssen leider hier bleiben. Ja, wir haben hier einige Pigments verloren. Oh, haben wir viele Sachen gefunden und vor allen Dingen viele Serien abgeschlossen. 5, 6, 7, 8, 9. Ich überlege gerade, mache ich ein extra Video nur dafür, all die Sachen vorzulesen. Weil ganz ehrlich, der Part ist bei mir schon fast eine Stunde lang. Und wenn ich jetzt das noch vorlese, dann geht der Part definitiv über eine Stunde. Naja, was haben wir denn hier wenigstens alles eingesammelt? Geschenk der Freundschaft. Guckfilter. Bindungsgenerator. Erinnerungsfragment, Mitte rechts. Unvollendete Statue. Ja, stimmt sogar. Neonschmiere. Kugel der Wünsche. Phönix, Talisman des Lebens und mehrdeutige Schmiere. Automatikharfe mit Schlaflied. 17 Pigments haben wir insgesamt drin verloren. Dieser Nebel am Ende, der war doch fieser als gedacht, aber ich finde, die Elektrophase war die gemeinste. Zurückkehren, es gibt nichts mehr zu holen. Fuß wartet auch schon auf uns. Hier sind wir wieder und wir haben den Unruhestifter dabei. Wir haben alle Gestrandeten. Geschafft! Alle Gestrandeten sind gerettet. Prima, Otschen und Shining. Ihr beiden habt eine gute Arbeit geleistet und euch um die Rettungskurve verdient gemacht. Und wir haben auch das letzte Zeug gesammelt. Hier, wir wissen, welche wir abgeschlossen haben. Wir haben einige Serien abgeschlossen. Aber wie hieß der Goldbahn jetzt hier?
Goldsprungtisch. Erstmal 10 Jahre nach links scrollen. Goldsprungtisch hätte ich das jetzt nicht genannt, aber auch gut. Alle Gebiete zu 100% erforscht. Es gibt nichts mehr zu holen. Ja, komm zurück, Otschin und Shining. Gut gemacht, das war wirklich eine großartige Leistung. Oh ja, das ist gar nicht übel. Jetzt muss ich eine Fellprobe nehmen. Also halte Otschin bitte kurz am Halsband. Hey, dieser Dieb hat fast meinen gesamten Saftvorrat getrunken. Jetzt sind nur noch 2 Portionen übrig. Und die brauchen wir, um Medizin herzustellen. Richtig, wie schade. Der Saft schmeckt einfach zu köstlich. Weil wir gerade beim Thema sind. Wir brauchen wieder Medizin. Spanel, bitte schnell wieder welche her. Bis zum Morgen ist sie fertig. Und jetzt muss ich mal ein ernstes Wort mit Louis reden. Unter 4 Augen. Wäre das in Ordnung für euch? Ich glaube, sie wird ihm in den Arsch treten. Und nehmt ihm die Fesseln lieber erstmal nicht ab. Na gut, aber ich bitte um einen höflichen Umgangston. So, Otschin, endlich können wir dich heilen. Ganz genau. Ich werde ihm die Medizin jetzt verabreichen. Es hat funktioniert, sein Schwanz. Er ist wieder wie vorher. Im Universum sei Dank. Otschin kann mit uns nach Hause kommen. Gut, Moos. Du bist jetzt Nächste dran. Die Medizin scheint keinen Effekt auf Moos zu haben. Wenn sie schon mit einem Blatt an ihrer Schwanzspitze geboren wurde, kann man es vielleicht gar nicht entfernen. Aber ich muss doch eine Möglichkeit geben, sie zu heilen. Es ist schon in Ordnung, Colin. Sie ist nicht krank. Dieser Schuhstand ist normal für sie. Aber Captain Olima... Moos wurde auf diesem Planeten geboren. Es wäre falsch, sie ändern zu wollen, nur weil wir anders gewohnt sind. Dies ist ihr Zuhause. Hier gehört sie hin. Sind Sie da sicher? Ja. Und ich weiß, dass es Moos auch so sieht. Wir alle haben ein Zuhause, zu dem wir zurückkehren möchten. Und jetzt ist es an der Zeit, dass wir uns von diesem Planeten verabschieden. Wenn es gut, treffen wir die Vorbereitung für die Heimreise. Verstanden. Ja, ein glücklicher Otschin. Weil alle mitgeholfen haben, gelang es Otschin zu heilen. Nun können wir alle gemeinsam diesen Planeten verlassen. Ich bin ja so erleichtert. Keine Nüsse ist an unserer Flugbahn. Alle Sicherheitssysteme sind grün. Alles gut, bereit machen zum Start. Ich weg von diesem Planeten. Auftriebwerk bereit. Okay, bereit zum Abheben. Was für ein Erfolg. Alle Gestanden sind gerettet, alle Laublinge geheilt. Wir können ruhigen Gewissens nach Hause fliegen. Ihr könnt stolz auf euch sein. Und eure großartige Arbeit hier sein. Und jetzt landen wir erst wieder, wenn wir zu Hause sind. Startfreigabe ist erteilt. Erstanden. Muss leider hier bleiben. Sie haben ja noch Moos. Oh, wie der eine den anderen Pikmin trägt.
Da ist der große Wauwau. Ja, und damit ist das Spiel abgeschlossen, ne? Ende. Das war Pikmin 4. Wird es ein Pikmin 5 geben? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall. Pikmin-Pedie voll, Schatzkatalog voll. Missionstage könnten ein bisschen besser natürlich sein. Spielzeit 2 Spieler gab's gar nicht erst. Verdammt, habe ich viel Rohmaterial gesammelt. Ich habe generell sehr viel gesammelt. Insgesamt 271 Pikmins verloren. Am meisten davon blaue. Bei weitem mehr. Selbst wenn man so jetzt hochgeht, ne? Am wenigsten haben wir von den Fels-Pikmin verloren. Darauf folgen weiße und lilane. Na gut, die hatten wir auch recht selten. Danach kommen die gelben. Dann die Flügel-Pikmin. Dann kommen die Eis-Pikmin. Dann noch so ein kleines bisschen mehr die roten. Und dann so weit mehr als das Doppelte die blauen. Alter, was habe ich denn getan, dass so viele blaue gestorben sind? Na, wahrscheinlich irgendeiner der Krabben. Okay. Ach, hier gibt's jetzt ein Album. Na gut, ich habe Sicherheitskopien gemacht, ne? Deswegen seht ihr da dreimal das gleiche. Ach, mit dem Album sind die Sequenzen gemeint. Na gut, ist jetzt noch irgendwas, wenn ich das jetzt nochmal neu starte, das Spiel? Was ist denn hier los? Hat jetzt vergessen, wie man einen Raumschiffstart vorbereitet? Da bin ich schuld, Chefin. Ich habe nämlich Kontakt zur Rettungskuhzentrale herstellen können. Wir möchten, dass wir noch etwas hierbleiben, bis sie bereit sind, alle aufzunehmen, die wir gerettet haben. Special Wolf für alle Geretteten und Gestrandeten, wenn ich sage, dass wir die Rettungskuh bei allem unterstützen. Na gut, dann verschieben wir den Start. Rettungskuh bringen wir zu Ende, was es noch zu erledigen gibt. In der Zwischenzeit, Bernhard, treff bitte alle nötigen Vorbereitungen, damit sie sofort aufbrechen können, wenn wir fertig sind. Ja, verstanden. Ich halte mich in Bereitschaft. Wenn es nach mir geht, können wir jeden Moment abheben. Gebiet zu 100% erforscht. Mission abgeschlossen. Es gibt natürlich hier noch alles auf Perfektion hier machen. Die Mission gibt es natürlich. Wir haben noch ein Shepard-Dokument 2. Es wurden schon so viele Gescheiterte gerettet und geheilt. Wenn ich ihre Worte des Danks höre, habe ich zum ersten Mal das Gefühl, dem Erbe meines Vaters, ja, all meiner Vorfahren gerecht zu werden. Endlich bin ich diejenige, die ich sein möchte. Meine Sorgen gehören der Vergangenheit an. Und während sie verfliegen, fühle ich mich erleichtert. Die inhafte Rettung sämtlicher Gescheiterter auf diesem unbekannten Planeten. Die Geschichte davon wird man sich bestimmt noch lange erzählen. Shining und auch du, Otschin. Ihr könnt wirklich stolz auf eure Leistung sein. Ich danke euch von ganzem Herzen. Die Planetenoberfläche, wir haben es geschafft. Endlich können wir auf diesem Planeten einen neuen Anfang wagen.
natürlich Jahre dauern, bis sie hier etwas geschaffen haben, das dem gleichkommt, was wir zurückließen. Doch wir sind nicht allein. Unsere Hunde werden uns auf diesem langen, schwierigen Weg zur Seite stehen. Och, wie süß. So, hier ist nochmal ein Eintrag neu. Muss ich erstmal suchen, natürlich. Bei Olima war einfach nur mit dem Altot, aber hier goldene Pipi-Karotten. Die esse ich im ganzen Universum am allerliebsten, aber sie sind ziemlich selten. Weiß mir mal, welche unterkämen, würde ich sie direkt verputzen. Wir bekommen hoffentlich bald mal einen Auftrag, welche zu transportieren. Vielleicht gibt es ja noch ein bisschen was zu tun in dem Spiel. Wir können ja auf jeden Fall hier die ganzen Sachen noch eben absammeln. Was willst du, oder? Niemand hätte all diese Gebiete bereits komplett erforschen können. Ja, gekonnt ist eben gekonnt, ne? Dann bist du jetzt, was ich der Scout. Wie macht aber sicher irgendwer ab jetzt meine Arbeit für mich macht. Fauler Sack. Das ist Louis. Ich bin Louis. Eigentlich will ich am liebsten hier bleiben. Ich hab Hunger. Will was Frisches zu essen. Finde eine Höhle. Hol mir was zu futtern, bevor das alles in die Zwiebel wandert. Okay. Ich weiß nicht, ob das jetzt nochmal eine Nebenquest-Reihe ist mit ihm. Auf jeden Fall gucke ich halt hier mit allen nochmal zu sprechen. Du bist erstaunliche Leistung. Du hast alle musikalischen Schätze gesammelt. Das war nicht außergewöhnlich, Shining. Zum Dank möchte ich dir mein Instrument übergeben. Ich werde mich nun mit den musikalischen Schätzen beschäftigen. Formationstrompete? Was mache ich denn mit der? Welche imposante Trompete? Ertönt ihr Klang, möchte man sich gleich mit einer Reihe aufstellen. Wenn du es in L gedrückt hältst und dann mit den Rechten dirigierst, sollte dein Pikmin-Trompete deinen Vorgaben folgen. Über etwas, dann wird es dir sicherlich gelingen, den Umgang mit dieser Trompete zu meistern, Shining. Die probieren wir gleich noch aus. Okay, ansonsten halt nur die beiden hier noch. Ne? Der Moment ist gekommen. Du hast jeden einzelnen Schatz gefunden. Ich bin so froh, dich um Unterstützung gebeten zu haben. Hier bitte, nimm diese Zeichen meiner Dankbarkeit an. Wo auch immer ihr die eigentlich mal her habt. Vor allen Dingen auch noch versteckt. Dank dir konnte ich den Schatzkatalog vervollständigen. Daher möchte ich dir gern all diese Rohmaterialien übergeben. Ach, ich könnte glücklicher nicht sein. Die letzten Lücken in der Piklopädie sind endlich geschlossen. Das Werk enthält Einträge zu Kreaturen, die ebenso reißend sind wie wild. Und so goldig wie gefährlich sind. Es ist einmalig. Ich überlege gerade mit den Einträgen. Es ist verbracht, ein Zeugnis unserer Liebe für die gesamte Natur. Hartarbeit und Hingabe machen es möglich. Ach, wenn ich nur an die Vielzahl der hinreißenden Geschöpfe denke, schmelze ich förmlich dahin. Louis hat mir von den Kreaturen hier berichtet. Ich muss sagen, dass ich seine Berichte schockierend fand, doch vielleicht drückt es so seine Zunehmung aus, sie selbst. Okay, wenn Louis jetzt auch nochmal komplett Einträge zu allen Viechern hat, ne? Nee, dann habe ich wenig Lust, die durchzulesen. Aber zumindest zu dem Urwolfshund möchte ich mir die Einträge aus all drei Sicht nochmal ansehen. Das Fell dicht wie ein Urwald. Dieser ganz besondere Geruch und die vergleichsweise hohe Körpertemperatur. Schon an diesen einfachen Merkmalen erkennen wir die Tiere, die unsere besten Freunde sind. Ließ man mich mit unserem großen Freund hier auf diesem Planeten zurück, ist hier kein besonders schweres Schicksal. Wenn wir die Mesenchym-Stammzellen dieser gigantischen, hundähnlichen Kreatur mit Leuchter kultivieren, so wird das so entstanden, sie um den belaubten Oschin in seinen ursprünglichen Zustand zurückversetzen können. Forschungsergebnisse haben gezeigt, dass die DNS des Urwolfshunds zu 99,9% mit der von Oschin übereinstimmt. Möglicherweise unterscheidet Oschin und Moos nur eines, ob ein Blatt an der Schwanzspitze ist oder nicht. Diese Erkenntnis deutet darauf hin, dass es sich beim Urwolfshund um den gemeinsamen Vorfahren von zwei Hundespezies handelt, die sich auf weit auseinanderliegenden Planeten entwickelt haben. Vielleicht sind diese Einsichten auch nur ein bescheidener Anfang. Es gibt im Universum sicher noch viele faszinierende und unglaublich geheimnisse zu lüften.
Und Louis einfach nur das beste Fahrtenmittel in der Galaxie. Flauschig und extrem bequem. Ich wünsche, ich könnte es mit nach Hause nehmen. Ja, Louis war ja so einer, wenn ich in die Notizen gehe. Das war zumindest beim vorherigen Spiel so. Ja, der sagt dann einfach nur, mit Kräutern und Ölen der Pfanne braten, mit ist außen eine leichte Kruste entsteht und das Innere rosa ist. Ergänzen Sie den pikanten Geschmack mit einer leichten Buttercremesoße. Ja, er denkt halt nur mit dem Magen. Und all seine Berichte beziehen sich auch halt nur darauf. Die Giftbursche, die hatten wir auch nicht. Aber ich habe ja schon gesagt, ich gehe jetzt die Einträge nicht durch, das wären einfach viel zu viele. Also die letzten, vor allen Dingen, wenn ich sie auch nochmal aus Louis Sicht nochmal lesen müsste. Aber was ich noch sehen will, ist einmal den Dauersprint. Den will ich jetzt einmal eben schnell noch sehen. Weit so gut. So, und jetzt hole ich auch noch drei verschiedene Pikmin-Arten raus. So, wir gucken uns zuerst den Dauersprint an. Dann sollte ich ja wirklich einfach von hier aus bis zu Olima durchsprinten können. Oh, richtig geil. Ich kann damit richtig Gas geben. Ja, das wäre in der Höhle von den Laubweißen bestimmt ultra nice gewesen. So, und jetzt will ich die Formationstrompete sehen. Ich habe extra drei Arten, weil ich wissen will, ob das auch einen Unterschied macht. Lol. Die folgen so, wie ich hier die Taste drücke. Also den Kontrollstick. Ganz am Ende hier Otschin. Schon lustig, aber unnötig. Ja, er hat halt nur mit in Blüte stehende Pigments, ne? Na gut, Leute. Wir haben das Spiel abgeschlossen. Wie gesagt, die Einträge gehe ich jetzt nicht mehr durch. Ich komme übrigens mal ins Bild zurück. Das Spiel haben wir abgeschlossen. Mit Co-op-Part bzw. Versus-Part kann ich euch hier gerade noch keine Infos geben. Wenn, wird das ein Video sein, was einfach irgendwo mal zwischendurch kommt. Ich muss als Zani erstmal dazu überreden. Auf jeden Fall, Leute. Wenn euch das Projekt gefallen hat, dann lasst ein Abo und ein Like da. Wie gesagt, mit Versus Part kann ich euch noch nichts sagen. Könnt mir auch gerne mit einem Kommentar sagen, was ihr so von dem Projekt gehalten habt. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Projekt wieder. Pikmin 4 ist ab diesem Punkt offiziell abgeschlossen. Mit Versus Part muss ich, wie gesagt, nach wie vor erstmal Sunny fragen, gucken, ob alles geht. Aber ihr werdet es ja irgendwann sehen, vielleicht. Bis dahin sage ich aber mal ciao und bis zum nächsten Mal.